Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Die Hände und die Füße wollen euch begrüßen. Die Hände und die Füße sagen Hallo. Hallo, ihr lieben Kinder. Geht's euch gut? Ja, schön. Es wird wieder wärmer, der Sommer kommt, nicht mehr lange. Dann können wir wieder Sommerkleider anziehen. Darauf freue ich mich auch. Ah, ich vermisse jemanden. Leseratte, bist du da? Okay, hier ist Leseratte. Ich hole die Leseratte eben schnell. Hallo Leseratte. Und hattest du auch hast du auch eine gute Zeit? Ja, geht's dir gut? Schön. Hast du ein Buch ausgesucht? Ja. Kannst du das schnell holen? Gut, lauf mal schnell. Leseratte, hast du das Buch dabei? Leseratte, das ist doch kein Buch. Du weißt doch, wie ein Buch aussieht. Wie bitte? Ah, du bringst das, weil Derek, Dassi und Diane das nicht tragen können. Ach, das ist lieb von dir. Was hast du denn hier drin? Komm, wir gucken mal schnell hier. Oh, das ist der Korb. Der gehört zu Derek. Und dann haben wir hier die Blume. Blume gehört zu Diane. Diane begleitet die Blume. Und was ist das denn hier? Das sieht ja interessant aus. Wisst ihr, was das ist? Ein Rollbrett. Das Rollbrett. Und das Rollbrett gehört zu Dassi. Gut, weißt du was, Leseratte? Bringst du den Korb schnell weg und ich hole das kleine Gedicht raus. Ja, bis gleich. An meine Ohren klingt ein Fiedel-Diedel-Du. Es erzählt mir seine Geschichte. Sing nur dein kleines Lied, du Fiedel-Diedel-Du. Ich höre so gerne dir ewig lange zu. An meinen Ohren klingt ein Fiedel-Diedel-Du. Es erzählt mir seine Geschichte. Sing nur dein kleines Lied, du Fiedel-Diedel-Du. Ich höre gerne zu. Dir ewig lange zu. Hallo ihr drei, hallo Derek, hallo Diane, hallo Dassi. Geht's euch auch gut? Schön. Wow, eure Formen, eure Felder sind ja schon voll. Und wir wollen das mal anschauen, was ihr da alles habt. Hat Leseratte euch was gebracht? Ja, gut, dann gucken wir uns das jetzt an. Der, die, das macht Spaß. Der, die, das macht Spaß. Der Roboter, der Ring, der Vogel, der Korb, der Hund, der Stern. Derek begleitet sie. Der Roboter, der Ring. Der Vogel, der Korb, der Hund, der Stern, das vergesse ich nie. Der, die, das macht Spaß. Der, die, das macht Spaß. Die Blume, die Schlange, die Maus, die Ente, die Glocke, die Ameise. Diane begleitet sie. Die Blume, die Schlange, die Maus, die Ente, die Glocke, die Ameise, das vergesse ich nie. Der, die, das macht Spaß. Der, die, das macht Spaß. Das Rollbrett, das Dreieck, das Auto, das Haus, das Krokodil, das Eichhörnchen. Dassi begleitet sie. Das Rollbrett, das Dreieck, das Auto, das Haus, das Krokodil,
das Eichhörnchen, das vergesse ich nie. Der, die, das macht Spaß. Der, die, das macht Spaß. Vielen Dank, ihr drei. Also, Leseratte, hast du doch das Buch mitgebracht? Gut. Das Buch heißt Conny macht Musik. Ja, dann wollen wir das Buch jetzt vorlesen. Holt ihr schnell eure Kuscheltiere? Ich hole Hoppel. Und dann können wir lesen. Also, liebe Kinder, Hoppel und Leseratte hört jetzt ganz, ganz gut zu. Ich weiß, dass ihr alle sehr schlau seid, aber ich möchte das auch gerne mal sehen. Und ich möchte, dass ihr mal darüber nachdenkt, ob ihr auch immer bei einer Geschichte gut zuhört. Ich werde heute nach der Geschichte 1, 2, 3 Fragen stellen. Und wenn ihr die 3 Fragen richtig beantwortet, schickt ihr mir bitte 3 Lachgesichter per WhatsApp. Wenn ihr 2 Fragen richtig habt, schickt ihr mir 2 Lachgesichter. Und wenn ihr eine Frage richtig habt, dann schickt ihr mir 1 Lachgesicht. Und es kann auch passieren, dass man manchmal sich gar nichts merken konnte, dann schickt ihr mir ein trauriges Gesicht. Und dann, somit kann ich sehen und ihr könnt auch selber sehen, wie gut ihr seid. Okay, jetzt wollen wir schnell die Geschichte hören. Conny macht Musik. Das ist Conny. Oh, Conny hat aber keine Instrumente, könnt ihr sehen. Sie hat sich 1, 2, 3, 4 Kochtöpfe geholt, hat Holzlöffel und auch hier einen Schneebesen. Und damit macht sie jetzt Musik. Ein ohrenbetäubender Pfeifton kreischt durch Haus, gefolgt von wildem Getrommel. Also wer... Das ist Conny, die hier trommelt auf den Kochtöpfen. Papa hält sich die Ohren zu. Mama ruft, aufhören! Aber Conny hört nichts. Conny macht Musik. Plötzlich ist es still. Conny braucht eine kurze Pause. Papa schlägt vor, Conny in der Musikschule anzumelden. Dort kann sie Musik machen und viele Instrumente kennenlernen. Conny findet die Idee gut. Conny und Papa gehen zu einer Schnupperstunde in die Musikschule. Eine junge Frau begrüßt sie. Hallo, ich bin Margret. Margret singt mit den Kindern laute und leise Lieder. Dann darf sich jedes Kind ein Instrument aussuchen. Margret hat Rasseln, guck, da ist eine Rassel, Triangel, Flöten, ist da eine Flöte hier? Kann ich nicht sehen. Klanghölzer, das könnte ein Klanghölzer sein, nee, das ist auch eine Art Rassel. Und noch vieles mehr mitgebracht. Das sind Glöckchen. Conny ist begeistert von der Musikschule. Sie will unbedingt wieder hin. Sie kommt in eine Gruppe mit Kindern, die alle neu sind in der Musikschule. Margret lässt die Musikkarte im Kreis der Kinder herumschleichen. Vor Conny bleibt er stehen. Also sie haben ein Lied gesungen, nicht? Und jetzt sagt der Kater, wie heißt du? Conny sagt ihren Namen und darf den Stoffkater zum nächsten Kind hopsen lassen.
So lernen sie sich alle kennen. Also jetzt hat Conny die Katze oder den Kater bekommen und darf in die Mitte gehen. Und dann hat Conny sich ein Kind ausgesucht und hat gefragt, wie heißt du? Plötzlich sagt Margret, Psst, horcht mal. Die Kinder lauschen. Tiul, tiul, zwitschern die Vögel. Brumm, brumm, ein Auto fährt vorbei. Irgendwo übt jemand Klavier. Annikas Magen knurrt. Wie laut es ist, wenn es leise ist, staunt Conny. Ja, wenn wir leise sind, dann hören wir andere Geräusche. Jetzt sollen die Kinder selbst Geräusche machen. Sie klatschen und trampeln. Sie pfeifen und prusten. Conny schnalzt mit der Zunge. Also, das ist Schnalzen mit der Zunge, nicht? Und Judith schnipst mit den Fingern. Sie bringen den ganzen Raum zum Klingen. Zum Abschluss singen sie das Horchlied mit ganz lauten und ganz leisen Geräuschen. Guck hier, sie pfeift, klatscht Hände, die malen mit der Kreide auf der Tafel, das macht auch ein Geräusch. Und hier stampft er, macht die Türe auf und zu und er klopft am Fenster. Beim nächsten Mal gibt es in der Musikschule ein richtiges Küchenkonzert. Alle Kinder haben etwas aus der Küche mitgebracht. Nun wird damit Musik gemacht. Conny klopft mit ihrer Suppenkelle auf Noras Küchenblech. Hier ist die Suppenkelle und klopft auf dem Kuchenblech. Lars fährt mit dem Kochlöffel über die Küchenreibe und Benny rührt mit dem Schneebesen im Topf. Das könntet ihr auch machen. Wir brauchen keine Instrumente, Musik zu machen. Wenn wir mit Sachen aus der Küche gebrauchen, dann ist das ein Küchenkonzert. Zu Hause macht Conny gleich weiter. Aus verschiedenen großen Töpfen baut sie ein Schlagzeug. Papa stöhnt. So hatte er sich das mit der Musikschule nicht vorgestellt. Conny entdeckt, dass die großen Töpfe tiefe, dunkle Töne machen. Kleine Sachen klingen meist hell. Conny übt noch den ganzen Nachmittag auf ihrem Schlagzeug. Als es Zeit für das Abendessen ist, kann sie sogar schon eine kleine Melodie spielen. So wie alle meine Entchen oder Bruder Jakob. In der Musikschule wird aber auch gesungen und getanzt. Bald kennt Conny viele langsame und schnelle, traurige und fröhliche Lieder und kann mit Klanghölzern, Rasseln und Trommeln Musik dazu machen. Da sind Klanghölzer. Sie bauen sogar selbst Instrumente aus Hölzern, Gummibändern, Dosen und Perlen. Das mag Conny besonders gern. Sie hat viele Ideen für neue Instrumente und jedes hat einen ganz besonderen Klang. Trotzdem wünscht Conny sich ein eigenes, richtiges Musikinstrument. Mama schenkt ihr ein Glockenspiel. Conny übt fleißig, bis sie viele Lieder drauf spielen kann. Und sie denkt sich selbst Melodien aus. Aber wenn sie die Melodien Papa abends vorspielen will, hat sie die schönen Tonfolgen oft vergessen. Gut, dass Margret den Kindern zeigt, wie man Melodien mit Noten aufschreiben kann. Jetzt vergisst Conny ihre Einfälle nicht mehr. Guck, da schreibt Margret die Noten auf.
Conny ist jetzt schon ein halbes Jahr in der Musikschule. Sie hat viel gelernt über hohe und tiefe Töne, über Takte und Noten. Als die Schule einen Melodienwettbewerb veranstaltet, macht Conny ein Lied für Teddy. Sie probiert so lange neue Tonfolgen auf ihrem Glockenspiel, bis es richtig gut klingt und Teddy zufrieden brummt. Dieses Lied malt Conny mit bunten Noten für den Wettbewerb auf. Da hat sie das gemalt, könnt ihr sehen. Und hier, da hat sie probiert und das hat sich nicht gut angehört. Und da muss man immer weiter probieren, bis das richtig ist. In jeder Musikstunde fragt sie Margret nach dem Wettbewerb. Endlich hat Margret eine gute Nachricht. Connys Teddy-Lied hat einen Sonderpreis bekommen, denn Conny ist die jüngste Teilnehmerin. Conny kann es gar nicht erwarten, Papa die Neuigkeiten zu erzählen. Bei einem großen Schülerkonzert spielt Conny ihr Teddy-Lied vor. Und da steht sie auf der Bühne, Teddy sitzt und hört auch zu. Und da sind alle die Zuschauer, die Mamas und Papas, Omas und Opas. Alle Leute klatschten. Besonders laut klatscht Papa. Mir hat Connys Musik schon immer gut gefallen, sagt er stolz zu Mama. Mama sagt gar nichts dazu. Sie lächelt nur. Am Anfang hat der Papa ja immer gesagt, Conny sollte aufhören, es ist viel zu laut, nicht? Könnt ihr auch hier? Papa möchte seine Zeitung lesen und Conny macht Musik. Papa gesagt, wohin muss Conny gehen? Zur Musikschule. Und da ist Margret, die Musiklehrerin, und da sind alle die Kinder in der Musikschule. Und das ist der Kater, nicht? Der Kater fragt jedem Kind, wie sie heißen. Und hier auf diesem Bild mussten alle ganz leise sein und Geräusche hören. Und auch mit unserem Körper, mit unseren Fingern und unseren Füßen können wir Musik machen. Wer weiß noch, wie das hier heißt? Das ist ein Küchenkonzert, nicht? Guck mal da, Topfdeckel werden aufeinander geschlagen. Und Conny macht zu Hause weiter. Papa sieht nicht sehr froh aus. Der Teddy sitzt auf dem Stuhl. Und jetzt machen sie auch Musik mit Instrumenten. Und damit Conny nicht vergisst, wie sie spielen muss, schreibt Margret die Noten auf. Und das ist das Glockenspiel. Da übt Conny. Und da hat Conny den Sonderpreis gewonnen. Also jetzt pass mal ganz gut auf. Ich frage euch jetzt die drei Fragen. Wie heißt das Mädchen? Ich zähle bis fünf. Hoppel, wie heißt das Mädchen? Conny, ja. Conny, das ist richtig. Habt ihr das auch richtig? Gut. Und Papa hat gesagt, Conny muss zu einer anderen Schule gehen. Wisst ihr noch, wie die Schule heißt? Leseratte, weißt du, wie die Schule heißt? Ich zähle bis fünf. Wisst ihr das noch, Kinder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bist du da? Weißt du das, Leseratte? Ja, richtig, Conny geht zu einer Musikschule. Habt ihr das auch richtig? Gut. Und jetzt die
Dritte Frage. Welches Instrument hat Conny bekommen? Leseratte, kannst du mir das nochmal bitte sagen? Wie heißt das Instrument? Das Glockenspiel. Gut. Habt ihr das auch alle richtig, Kinder? 1, 2, 3 Fragen. Und wenn ihr die alle richtig beantwortet habt, dann schickt ihr mir 3 Lachgesichter. Wenn ihr nur 2 habt, dann schickt ihr mir 2 Lachgesichter. Und wenn ihr 1 habt, 1 Lachgesicht. Und wenn ihr euch gar nicht mehr erinnern könnt, dann könntet ihr vielleicht ein trauriges Gesicht schicken. Machen wir das so? Gut, da freue ich mich denn. Okay, Kinder, dann sage ich Tschüss. Hoppel sagt Tschüss. Leseratte verabschiedet sich auch. Alles, alles Gute und ich freue mich schon auf eure Lachgesichter. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen, jetzt gehen wir nach Haus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen, die Spielzeit, die ist aus. Tschüss, macht's gut, auf Wiedersehen, heute war es wunderbar.